Weil der Frühling schon in der Luft liegt und ich heute Lust habe, über etwas Schönes zu reden, gibt es heute endlich den Gossip, den ihr euch schon lange gewünscht habt. Nämlich die filmreife Geschichte, wie Chris und ich uns auf einem Filmdreh kennengelernt haben. Es trug sich zu im Sommer 2016. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr viel unterwegs und befand mich nach zahlreichen Festivals für eine, sagen wir, gescheiterte Festival-Bekanntschaft in Hamburg. Dieser Sommer war für mich zwar ein sehr ereignisreicher, aber auch sehr einsamer Sommer. Dementsprechend aufgeregt war ich, als ich folgende unerwartete Nachricht einer Freundin aus vergangenen Zeiten erhielt. Hallo Sally, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, drehen wir gerade einen Film. Eine unserer Hauptdarstellerinnen ist krank geworden. Jetzt suchen wir Ersatz. Ich habe dich der Regie vorgeschlagen. Und ich so, what? Die Nachricht war von meiner Freundin Hannah, mit der ich vor mittlerweile 7 Jahren Theater gespielt habe. In der Zwischenzeit haben wir uns kaum gesehen, deswegen war alles sehr überrumpelnd. Obwohl ich interessiert war und mich die Tatsache, dass ich für den Film einen Jungen küssen müsste, nicht abgeschreckt hat, war ich also erstmal vorsichtig und bin ein bisschen zurückgerudert. Aber die ungewöhnliche Verkettung besonders günstiger Umstände hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich nur sehr wenige Zeit später meinem buchstäblichen Filmpartner gegenüberstand. Und was soll ich sagen? Ich fand ihn von Anfang an ziemlich süß. Mein erster Gedanke war so, ach ja, mit dem würde ich die Knutschszene auch vorher schon üben. Trotz zahlreicher dezenter Flirtversuche kam es nicht dazu, sondern wir wurden ein paar Tage später buchstäblich ins kalte Wasser geworfen. Wir hatten früh am Morgen einen sehr kalten Dreh in einem Freibad und so gar nicht nach Drehplan meinte unsere Regisseurin plötzlich so, Selina, Chris, wir drehen jetzt eine Kussszene unter Wasser. Und wir so, okay. Und ich sag euch eins, Unterwasserkuss klingt sehr viel romantischer, als es dann tatsächlich ist. Die harte Realität ist dann eher so, keine Luft, Wasser in der Nase und ein halb blindes Lippen aufeinanderpressen. Aber es sah gut aus und wir beschwerten uns nicht. Nachdem die Aufnahmen dann irgendwann alle im Kasten waren, gingen wir erstmal heiß duschen. Leider gab es nur eine einzige Duschkabine, in die wir uns erstmal zu viert reinquetschen mussten. Und so duschten wir sehr ausgiebig und irgendwann waren nur noch 3 Leute in der Dusche und irgendwann waren nur noch wir 2 in der Dusche. Die Situation war dann aber ein bisschen awkward, weil wir beide natürlich gehofft haben, dass der andere jetzt nicht zufällig so lange zum Duschen braucht. Und wir natürlich gehofft haben, dass wir die gleichen Absichten haben, aber wir wollten es auch nicht weird machen. Und nach ein paar Minuten verheißungsvollem und sexuell aufgeladenem Duschen droppte dann Chris diesen schicksalshaften und sehr, sehr smoothen Satz. Also genau genommen sind wir ja hier immer noch unter Wasser. Was dann folgte, könnt ihr euch denken. Duschküsse sind von der Umsetzbarkeit auf jeden Fall deutlich einfacher als Unterwasserküsse. Entgegen meiner Pläne blieb diese Set-Romanze dann nicht allzu lange geheim. Es hat genau genommen nicht mal einen Tag gedauert. Vor der Kamera waren wir dann Mark und Jenny und wenn die Kamera ausging, dann wurde eben gemethod acted. Und als dann der erste Drehblock vorbei war, waren wir uns beide sehr einig, dass wir diese Proben möglichst schnell fortsetzen sollten. Zur Not auch zu zweit. Und so ging dann alles ziemlich schnell. Nach 2 Wochen haben wir uns wieder gesehen, nach 3 Wochen waren wir zusammen. Und nach 1 Jahr Fernbeziehung sind wir dann zusammen nach Mainz gezogen. Tja, und jetzt nach 1,5 Jahren sind wir schon zu dritt. Okay, der Schock war eingeplant. Aber wirklich, das ist Ali und er ist unser Baby. Ja, das Schicksal produziert auch manchmal Geschichten, die eigentlich zu kitschig sind, um wahr zu sein. Und bevor ihr fragt, den Film, den wir zusammen gedreht haben, Small Deaths, der hat leider noch nicht prämiert, das heißt, man kann ihn noch nirgendwo angucken. Aber ich werde euch dann Bescheid sagen. Wenn ihr jetzt noch brennende Fragen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auch, falls ihr zufällig eine romantische Love Story zu erzählen habt. Mehr von Chris und mir seht ihr unter anderem in diesen Festival-Vlogs. Und eine noch ältere Love Story erzähle ich euch in diesem Bubbles-Video. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Ciao!